komme heute hier aus Holland vom Your Lifestyle Laden und ich habe das Glück, Dan von Karat heute mir gegenüberstehen zu haben und wir stehen vor einem seiner wunderschönen Designs, ein wunderschönes Andreaskreuz mit unterschiedlichen Funktionen und die wird er mir heute erklären. Sag erstmal, hallo Dan. Hallo Amelie. Und jetzt erzähl mir doch mal, wie bist du drauf gekommen, so ein multifunktionales Kreuz herzustellen? Ein paar Jahre zurück hat ein Freund von mir gefragt, um etwas Exklusives zu machen in die erotische Industrie. Mhm. Und ich habe damals gesagt, da müssen wir aber echt was anderes machen, was es noch nicht gibt. Ein echt High-End-Furniture. Wir haben damals viel gesucht und gedacht, was machen wir da? Was ist eigentlich das bekannteste Stück, was es gibt? Das ist das Andreaskreuz. Das ist schon im Mittelalter war das schon da. Aber ein einfaches Andreaskreuz zu machen, das kann jeden. Mhm. Wir haben da mal gedacht und ich denke, da kann man ein multifunktionales Andreaskreuz machen, was auch richtig gut funktioniert. Da hat es viele schlaflose Nächte gegeben und ganz viele Entwürfe und das ist eigentlich das Endresultat. Wolltest du mal probieren, wie es geht, ja. Was alles möglich ist? Dann lass ich ein paar Dinge sehen, was möglich ist. Kannst du mal stehen in die normale Haltung, mit dem Rücken dahin. Ja. Die Herren müssen auch mal angekettet werden. Hey, die muss auch mal wissen, wie es und ich darf das tun. Ja. Das hat nicht jeder. Nee, darum. Man macht das so eigentlich und man ist fest. Das ist eigentlich ganz gemütlich. Ja, das soll es auch sein. Nicht? Was ich auch schön finde hier ist, du bist nicht, weil es so beweglich ist, dann kriegst du auch nicht so einen Krampf. Du kannst individuell, wie dein Körper, ja, oder deine Physik ist, ja, kannst du auch so ein bisschen nach vorne, ja, gehen. Ja. Das ist ganz gemütlich. Ja, ich kann dich herunter auch noch festmachen, okay, mit den Füßen rein. Ja. Dann kannst du nirgendwo hin. Aber ich kann mal auch, ich habe dich nicht ganz fest gemacht, ja, ich kann das auch richtig festziehen, weißt du, und es ist gleich fest. Oh, ich merke es. Ja, ich brauche nichts extra zu machen, nichts extra zu binden. Und wenn man einfach die Spannung abnimmt, ja, mache ich nur einmal so und es, ja, ist weg. Was passieren würde. Ja, wenn Stress ist. Heißt die Person, ja, weg. Ja, ist gleich, kann gleich abmachen. Ja. Nur so, dann machen wir mal was andersrum. Okay. Ja, geh mal stehen, bitte. Okay, Hände hoch. Hände hoch. Jetzt bin ich ja gespannt, was wir als erstes machen. Jetzt, ja, das ist auch das einzige Kreuz, wo das mitgeht. Ich lasse mal frei. Ich setze dich jetzt ein bisschen nach vorne. Okay. Ja, du kannst einfach stehen bleiben. Du kannst jetzt so stehen wie normal. Ja, das ist einfach, dann zieh ich dich hier an. Ja. Da hat man das normale Stand. Eigentlich muss dann die Füße hier noch rein. Festgemacht? Ja, aber das machen wir nicht heute. Mache ich dich jetzt frei. Okay. Und jetzt geht's nach vorne. Ja, bleib einfach stehen. Ja, ich bleib stehen. Oh, ja. Gehst hier rein stehen und dann legst du dich nach vorne. Das ist aber. Ich kann dich jetzt anziehen. Und dann ist es klar. Jetzt kann man von hinten auch Spaß machen. Man kann hier festmachen noch, alles ist möglich. Wenn man eine kleinere oder eine größere Person hat, kann man das hier einstellen und kann man das verschieben, sodass mehrere Leute von verschiedenen Abmessungen darauf können spielen. Geht's noch, Amelie? Ja, super. Okay. Ich fühle mich ganz wohl, aber ich kriege einen kalten Bauch. Ja, das kann man auch anders machen. Ja, steigt man bitte ganz, ja, vorsichtig ab. Ja, komm mal runter.
Bleib mal stehen. Ja. Für den kalten Bauch haben wir auch noch was da. Oh, jetzt wird es luxuriös. Er hat mal Luxus dabei. Kann wieder draufstehen. Hoch, ja. Kann wieder hoch, ist es auch kuschelig. Ja. Und oh ja, das ist dann besser. Oh, das ist bequemer. Das ist bequemer. Das ist jetzt ja die Luxusversion. Ja. Man, es soll auch bequem sein bis einen Punkt. Und dann kann man auch wieder unterschiedliche Stangen machen, damit, wie man es möchte. Dann machen wir etwas anderes. Dann soll ich mal sagen, geh mal drauf. Und du gehst jetzt mit deinem Po hier drauf sitzen. Okay. Ich finde ja diese Karat-Treppe so toll. Ja, das ist auch alles Edelstahl und echt schwer. Aber da sitzen Räder drunter. Man braucht es nur so zu machen und da geht's. Ah, das ist super. Ja, okay, leg dich mal ganz nach hinten, einfach okay, ein bisschen nach vorne jetzt und legst deine Beine hier drauf. Das war jetzt heute ein ganz, ganz spannender Tag hier mit Dan von Karat. Ich würde mal sagen, vielen, vielen herzlichen Dank für deine Zeit, auch dein wunderschönes Design uns vorzustellen. Es gibt noch mehrere Designs von Karat und ich denke, die kann man finden auf deiner Webseite. Ja, www.karat.xxx und da steht viele Info drauf. Stehen nicht alle unsere Möbel drauf. Aber es sind Abpreise und alles geht auf Bestellung. Und es sind eigentlich alles Einzelstücke, sowieso die exklusive Stücke. Also wenn jetzt jemand bestellen möchte, die können dich kontaktieren, am besten über deine Webseite und mit in exklusiven Wünschen einfach fragen, was alles möglich ist. Ja, eigentlich ist alles möglich. Es geht sich darum, dass die Fantasie für die Leute auch richtig auskommt. Ja. Das ist unser Streben. Also für alle da draußen, die Interesse haben an einem schönen Designerstück von Karat, bitte einfach Dan schreiben über die Webseite, die blende ich auch nochmal unten im Kasten ein. Und ich sage jetzt einfach nochmal vielen herzlichen Dank, Dan von Karat, für deine Zeit und für die tolle Demonstration. Du auch vielen Dank, Amelie.